herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. Heute geht's mal um den Heiler allgemein, nicht nur um meinen Heil-Charmy, sondern allgemein, wie heilst du im Standard-Interface oder einfach ohne Heiler-Add-on? Das zeige ich dir sofort. Davor wollte ich noch kurz sagen, ich danke euch allen, die gerade zuschauen oder die allgemein auf meinem Kanal unterwegs sind. Es ist einfach so mega geil, euer Support. Es macht so viel Spaß, die Streams und alles. Und deswegen werde ich morgen an Weihnachten am 24. spontan, ohne große Ankündigung, einfach nochmal ankommen. Ich weiß nicht, wann es passieren wird, aber ich werde auch einen Stream nochmal anklatschen, ein bisschen, und einfach nochmal mit euch chillen. Wer da Bock hat, wer einfach vorm Fest nochmal ein bisschen entspannen will und reinschalten will, vielleicht gibt es ja was, vielleicht gibt es ja was Besonderes, schauen wir mal. Und jetzt schauen wir aufs Interface. Ihr kennt es ja schon von meinem Heiler-Charmy, beziehungsweise von meinem Let's Play-Charakter. Das ist das Interface. Und ganz wichtig, ich habe jetzt hier einen Balken. Jetzt fragt der ein oder andere sich von euch, also damit möchte ich erstmal anfangen. Was ist der Balken? Woher kommt der Balken? Wer andere Heal-Add-ons kennt, der weiß, meistens sind es auch so Balken. Ganz einfach, ihr habt hier an der Seite ja dieses Schlachtzugsmitglieder- oder Gruppenmitglieder-Teil, und da könnt ihr jetzt das Ganze verschieben und rumtun. Der ein oder andere wird jetzt direkt denken, halt, warte, wenn ich in einer Gruppe bin, sehe ich hier nur solche Punkte und Boppel, so wie das, nur in klein. Wie funktioniert das, dass es zum Balken wird? Und das ist komischerweise sehr einfach. Ihr macht Escape, geht dann auf Interface, dort gibt es eine extra Option, die heißt Schlachtzugsprofile. Da geht er dann drauf, und hier müsst ihr dann oben auswählen, Gruppen wie Schlachtzüge anzeigen. Dann habt ihr schon mal das, egal wie viele Leute in eurer Gruppe sind. Jetzt könnt ihr sogar noch sagen, was ihr wann haben wollt. Ihr könnt hier richtige Profile machen, neues Profil erstellen, könnt dann zum Beispiel sagen, Arena-Team. Und dann könnt ihr sagen, bei Zweier und Dreier im PvP. Und ich möchte das nur als Wiederherstellungs-Charmy und als Verstärker haben. Ja? Ihr könnt also hier wirklich viel auswählen. Ich möchte da jetzt nicht komplett drauf eingehen, aber ihr könnt da halt alles sehen. Ich gehe jetzt wieder mal zurück in meine primäre Gruppe. Speichern ist egal. Primäre Gruppe, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, Fensterbreite, ich brauche es breiter, oder ich möchte es kleiner. Ich bin 40 Mann Raid, da wäre jetzt zum Beispiel kleiner besser. Lassen wir mal so. Und Fensterhöhe könnt ihr bis zu so einer Größe machen, könnt ihr auch kleiner machen, wie man es halt mag, wirklich, das ist einfach Geschmackssache. So, und jetzt könnt ihr quasi noch ein paar Makros erstellen, damit das Ganze auch was bringt. Und zwar mit einem Heal-Add-on, viele kennen es, da drückt man dann einfach auf die Plakette und derjenige wird dann geheilt. Genau das gleiche könnt ihr ohne Add-on machen. Dazu braucht ihr nur ein Makro, das ist natürlich hier unten in der Beschreibung drin, okay, damit ihr das einfach rauskopieren könnt. So, schauen wir mal aufs Makro, hier, Springflut, das ist einfach ein Hashtag, also quasi eine Raute, Show Tooltip und dann leer, der Spell, in meinem Fall Springflut. Drunter, also einmal Enter drücken, dann Slash Use, eckige Klammer auf, Add, den Rest könnt ihr lesen, Maus, bla bla bla, wie gesagt, unten kopieren. Was macht denn das Ganze überhaupt? Hier müsst ihr nochmal euren Spellname einfügen, also hier, und den Rest könnt ihr einfach kopieren von mir. Speichern, weg. Hier unten habe ich es jetzt auf die 1 gelegt. Was macht dieses Teil jetzt? Ja? Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Person klicke, ich habe jetzt leider nur mich, dann heile ich diejenige, und zwar Mouse-Over. Das heißt, ihr könnt einfach wirklich über einen Charakter, den ihr heilen wollt, drüber fahren und ihr heilt den. Das ist echt cool. Natürlich im Raid eher blöd, wenn da 50 Leute rumlaufen oder in einem Raid dann eher 20 Leute hier rumrennen. Dann macht ihr nicht so, ah, dich heilig und dich und dich und dich und dich und dich und dich und dich, sondern ihr wollt das alles auf einem Platz haben. Hier kommen wieder unsere Fenster zur Absprache oder haben hier einen Sinn. Wir machen jetzt einfach mal Heilung Bronze kurz. Dafür bin ich auch hier drin. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, das ist blöd. Hier ist mein Tooltip und direkt drüber sind die Fenster. Also freischalten. Ziehen wir das woanders hin, hier, sperren. So, wer kriegt als erstes Schaden? Der Otto, dem gebe ich jetzt erstmal eine Springflut, zack, konnte ihn heilen. Nochmal eine heilende Woge hinterher, wie gesagt, das ist jetzt kein Heal-Tutorial für Heiler-Schamanen, aber es geht einfach ums Prinzip. Jetzt möchte ich mich heilen, Obelisk, zack, ich wurde geheilt. Jetzt möchte ich Sol heilen, Soli, zack, wurde geheilt. So könnt ihr das ganz einfach machen.
ohne euch jetzt großartig damit befassen zu müssen. Ihr könnt, wie gesagt, euch die Spells anzeigen lassen, die ihr auch bannen könnt. Und das ist echt eine saubere Sache. Also ich muss sagen, jetzt fragt sich sicher auch einer, ich heile immer mit Addon, als Beispiel mit Voodoo, was bringt denn das jetzt für einen Vorteil? Wie kann ich denn das abbrechen? Ich heile einfach nicht mehr. Was bringt das jetzt für einen Vorteil? Wie kann ich, warum soll ich mein Addon nicht benutzen? Eigentlich, wenn du mit deinem Addon zurechtkommst, ist alles super. Problem bei mir zum Beispiel, gerade bei Voodoo, ich hatte es halt ein, zwei Mal in meiner Heilerkarriere, dass ich quasi online kam abends zum Raid und mein Addon war irgendwie verstellt oder es ging nicht, es war nicht aktuell, dann hat es gebuggt mit dem Interface und da kriegst du solche Ausraster, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich auf einen Raid konzentriert und sich dann wirklich Mühe geben will und neue Bosse zum Beispiel sind und es ist alles spannend und du kannst nicht mal heilen, weil dein Scheiß nicht funktioniert und da kriege ich echt die Grütze, ey. Deswegen mache ich das jetzt so. Bin mal gespannt, wem es gefällt, wer das vielleicht auch schon so macht. Ich meine, es ist ja keine Neuheit, aber wir haben immer wieder neue Spieler oder Leute, die jetzt anfangen zum Beispiel mit Heilen. Und deswegen wollte ich das einfach mal auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, das war's jetzt von mir. Wie gesagt, wir sehen uns vielleicht morgen, wer Bock hat. Ansonsten, wenn euch das Video was gebracht hat oder gefallen hat, Daumen nach oben bitte, so sehe ich am meisten oder am besten, in welche Richtung ich immer weitergehen kann und wo ich noch mehr Mühe geben sollte und was machen muss. Und wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat, setzt ein Dislike hin. Ihr könnt, egal ob es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, gerne einen Kommentar schreiben. Wenn ihr Fragen dazu habt, andere Themen zum Thema Heilung oder irgendwas oder vielleicht einen Tipp habt für neue Spieler, selber vielleicht besser wisst, wie man noch irgendwas gut machen kann, schreibt es in die Kommentare. Wenn es sich lohnt, mache ich ein Video. Ansonsten versucht die Community und ich alles zu beantworten, was wir finden. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.